Heyo Leute, Crimex hier und heute gibt's mal wieder ein Real-Life-Video auf meinem Kanal. Wir haben ja gesagt, so circa einmal die Woche machen wir jetzt immer so ein Real-Life-Video auf meinem Kanal. Ich will euch einfach mal so ein bisschen mit in mein Leben mitnehmen, so hinter die Kulissen einfach mal ein paar Dinge zeigen. Und das konnte ich jetzt, glaube ich, auch schon die letzten 4 Wochen immer so durchziehen, dass jede Woche ein Vlog, ein Real-Life-Video kam. Und auch heute ist es wieder soweit, denn heute gibt's mal meine Room-Tour oder mein Setup, besser gesagt, also mein Setup und mein Room. Also ich zeige euch mein Setup und mein Zimmer in einem, weil so groß ist mein Zimmer auch nicht und mein halbes Zimmer besteht quasi aus meinem Setup. Deswegen zeige ich euch einfach alles, denn hat sich seit dem Einzug hier nochmal einiges geändert und deswegen dachte ich mir, hey, ich zeige euch mal, wie das Ganze einfach mal hinter den Kulissen, wenn ich ein Video oder ein Livestream mache, aussieht. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar nicht mehr Zeit. Hier ist meine Zimmertür, hier geht's in mein Zimmer rein. Checkt auf jeden Fall noch meine Hoodies aus, meine Freunde. Ja Leute, ich sag euch ja immer, die Hoodies sehen fresh aus, aber hier könnt ihr sehen, die Hoodies sehen halt wirklich fresh aus. Nice. Und dann würde ich sagen, jetzt beginnt die Roomtour. What's up? So meine Freunde, jetzt sind wir in meinem Zimmer. Bevor es losgeht, noch ganz kurz, lasst mir mal ein Like da, wenn ihr mehr von solchen Vlogs oder Real-Life-Videos sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einfach mal eine Bewertung da lassen könntet. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich will euch hier gar nicht mit irgendwelchen Sachen langweilen, wie meinem Kleiderschrank oder so. Ich glaube, das interessiert euch nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach direkt mal da hinten, Leute. Genau hier werden wir starten, denn da beginnt im Prinzip mein Setup. Und ja, dieses helle Licht, das hier gerade leuchtet, das ist meine Softbox, denn das ist im Prinzip auch schon mein Setup. Aber dazu kommen wir gleich, Leute. Und zwar, wir starten, wie gesagt, hier. Denn das hier, meine Freunde, ist von Creative eine Soundbar. Die habe ich jetzt erst geschickt bekommen. Mega heftig, Leute. Leuchtet auch hier richtig schön mit LEDs. Habe ich hier einfach über meinem Bett stehen. Und wenn ich mir dann mal eine Serie gönne, kann ich einfach mein MacBook per Bluetooth mit dieser Soundbar connecten und kann mir da immer schön meine Serien gönnen. Ich würde sagen, ich gönne euch einfach mal einen kleinen Soundcheck hier, natürlich mit meinem GTA-Song hier auf YouTube, ne? Also meine Freunde, ihr könnt schon hören, der Sound ist mega gut von diesem kleinen Teil. Auf jeden Fall mega nice, damit im Bett zu chillen, ein bisschen Musik zu hören, Serien zu gönnen und so weiter und so fort. Das war jedoch nur der kleinste Teil meines Setups, denn jetzt kommen wir zu meinem wirklichen, man kann eigentlich schon sagen, Arbeitsplatz, meine Freunde. Und dafür setze ich mich einfach mal hier hin und genau aus dieser Perspektive, meine Freunde, seht ihr mich auch immer in meinen Videos. Denn jetzt kommen wir zu meinem Schreibtisch und allein mein Schreibtisch ist eigentlich schon echt was Besonderes, denn den habe ich ja damals von Wohnsektion bekommen. Ja, und dabei handelt es sich einfach um so einen richtig schönen, fetten, ich weiß nicht, ich glaube das ist Eichenholz oder so. Auf jeden Fall ein richtig geiler Schreibtisch habe ich hier am Start. Hier ist eben mein Setup gebaut. Ja, und bei meinem Setup hat sich auf jeden Fall besonders die letzten Tage, kann man schon sagen, noch einiges geändert, meine Freunde. Denn ihr habt es ja in meinem letzten Vlog gesehen, ich habe ja einen PC von HP geschickt bekommen und da habe ich ein Unboxing davon gezeigt. Aber das ist auch noch nicht alles, Leute, denn dazu kam auch noch dieses Rode Mikrofon, das ich bekommen habe. Das ist das Rode NT1, hier mit so einem richtig schönen Greifarm, Leute. Das Gute an so einem Greifarm ist, oder an so einem Tischgestell oder wie man das nennt, ist einfach, dass wenn ich ein Video oder ein Livestream mache, habe ich das eben hier. Aber wenn ich vielleicht einfach mal so zocken möchte und dieses Mikrofon nicht gerade vor meinem Gesicht hängen haben möchte, kann ich es auch einfach mal ganz kurz, zack, schön nach oben drehen und weg damit, Leute. Und es ist direkt wieder weg. Und wenn ich dann wieder was aufnehmen möchte, mache ich einfach hier den hier. Und das Mikrofon ist wieder da. Aber ja, meine Freunde, kommen wir dann mal zu meinem, ich würde mal sagen, standardmäßigen Setup hier. Das hier ist eine Razer-Tastatur, das ist die Black Widow Chroma. Dann habe ich ja hier gerade schon erklärt, das Rode NT1 mit einem Greifarm, Leute. Auf jeden Fall auch Dank an Rode, das habe ich nämlich auch erst vor kurzem bekommen. Hier ist mein Soundsystem, ist einfach ein Logitech-Soundsystem. Habe ich hier ein paar Boxen stehen, Leute. Und hierauf meine Logitech Prio, das ist eine 4K-Webcam. Vielleicht fragt sich jetzt gerade der ein oder andere von euch, warum ich meine Webcam auf meiner Anlage stehen habe, auf diesem Lautsprecher. Das sieht einfach daran, Leute. Die meisten von euch, die eine Webcam haben, werden das ja wahrscheinlich hier, warte, ich zeige euch mal, hier oben irgendwie in der Mitte von dem Bildschirm platziert haben. Und ihr seht hier aber schon, das Kabel ist gar nicht so lang. Also ihr seht schon einmal, das Kabel ist gar nicht so lang, dass ich da oben drauf machen könnte. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, Leute. Denn der Hauptgrund ist einfach, ich finde es viel angenehmer. Und das machen ja extrem viele Streamer oder YouTuber so, dass die Facecam so mehr von der Seite kommt, als einfach direkt so von vorne, von oben so. Ich finde es auf jeden Fall einfach viel angenehmer, wenn wie jetzt gerade zum Beispiel, wenn die Facecam, angenommen, wir sind hier gerade, wenn es so ein bisschen von der Seite kommt, als wenn es hier direkt so von gerade kommt, keine Ahnung. Finde ich irgendwie nicht so chillig und ich meine, in einem Film oder so, die Schauspieler schauen ja auch nicht direkt in die Kamera und das machen auch irgendwie ziemlich viele Streamer oder YouTuber, dass es eben so ein bisschen an der Seite ist. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall auch chilliger. Deswegen ist auf jeden Fall meine Logitech Prio, meine Webcam auf meinem Lautsprecher drauf. Hier geht es auf jeden Fall weiter mit einem BenQ-Monitor, Leute. Das ist einer meiner beiden Monitore. Hier ist auf jeden Fall auch mein Kanal zu sehen. Und diesen Monitor habe ich einfach direkt zweimal. Hier ist der zweite. Da läuft auch gerade ein Video von mir, ne? Ja, bis jetzt habe ich leider nur zwei Monitore. Ich will
will mir aber bald noch so einen dritten holen, weil, Leute, ganz wichtig, ich habe jetzt auch noch einen weiteren PC bekommen von HP. Das heißt, ich habe einen zweiten PC und dafür brauche ich mal mindestens eigentlich noch einen dritten Monitor. Deswegen brauche ich da auf jeden Fall bald noch einen weiteren Monitor. Bis jetzt ging es immer mit zwei. Ich habe eben auf einem Monitor habe ich gezockt und auf dem anderen Bildschirm war quasi immer mein Livestream, mein Live-Chat und so weiter. Aber ich glaube, es wird langsam Zeit für einen dritten Bildschirm. Dann kommen wir hier zu meinen Tastatur, Mauspad und Maus. Das ist alles von Razer. Hier habe ich ja schon gesagt, dass die Black Widow Chroma. Kann man eben auch jede Taste im Prinzip eine beliebige Farbe einstellen. Man kann da irgendwie so Schockwellen machen oder irgendein, was weiß ich, eine Welle oder so. Keine Ahnung, aber mir war das zu viel. Ich habe es jetzt einfach einfarbig leuchten gemacht. Mir gefällt dieses Blau, besonders hier mit dem braunen Tisch. Dieses blaue Leuchten gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Gleich habe ich hier bei dem Mauspad gemacht. Das leuchtet auch blau und meine Maus natürlich auch, Leute. Ja, dann kommen wir hier noch zu diesem Stream Deck, Leute, von Elgato. Das habe ich leider noch gar nicht eingerichtet. Im Prinzip ist dieses Stream Deck wie so eine Art Hotkeys. Das heißt, man kann auf diese einzelnen Tasten für den Livestream eben kann man besondere Sounds oder Videos oder Bilder machen, die man dann eben einblenden möchte. Und dafür kann man hier eben immer seine Hotkeys festlegen. Und das ist halt mega cool gemacht. Also das ist wirklich ein heftiges Produkt von Elgato, muss ich einfach selbst als Livestreamer sagen. Weil als Livestreamer hat man einfach immer so die Sache, wenn man Hotkeys einblenden möchte, zum Beispiel bei mir den Like-Hype, ne? Das kennt ja meine Community. Wir machen ja immer den Like-Hype, blende ich ein. Und das kann man eben eigentlich nur auf Tastaturbelegungen machen. Also auf, zum Beispiel auf irgendeinem Numpad oder so. Aber die Sache ist die, wenn man zum Beispiel ziemlich viele von diesen Hotkeys hat, dann kann es sein, dass man das vielleicht mal verwechselt. Dass man sich überlegt, ey, war Like-Hype auf Nummer 8 oder auf Nummer 5 zum Beispiel. Und dafür gibt es jetzt hier eben dieses Stream Deck, sodass man hier eben direkt auf diese kleinen Tasten, diese kleinen Tasten sind auch Bildschirme und da kann man eben direkt die Sache drauflegen, was das dann eben ist. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel ein kleines Like-Hype-Symbol reinmachen und dann wirst du direkt, hier muss ich draufdrücken. Dann haben wir hier noch mein Mischpult von Yamaha. Das ist direkt verbunden mit einem XLR-Anschluss von dem Rode NT1. Das läuft hier rein und das Mischpult ist quasi einfach für eine Live-Bearbeitung. Ich denke, ein Mischpult sollte den meisten bekannt sein. Hallo? Fokussieren. Ist einfach, damit mein Sound quasi live bearbeitet wird. Ne? Weil wenn man ein normales Mikrofon ohne Mischpult hat, dann hat man ja eben so ein bisschen ein kleines Grundrauschen im Hintergrund oder manchmal ist man lauter, manchmal leiser. Und das Mischpult macht das eben quasi live, ohne dass ich das Ganze noch in ein Bearbeitungsprogramm reinmachen muss. Ist meine Stimme quasi immer gleich laut oder ohne Rauschen im Hintergrund. Deswegen, also das Mischpult. Dann kommen wir hier weiter. Hier habe ich noch von Elgato dieses Thunderbolt-Teil. Und das ist im Prinzip dafür da, dass man, wenn man vielleicht nicht genügend Anschlüsse in seinem PC hat für die ganzen Sachen, die man eben hat, kann man das anschließen mit einem, einem USB Kabel und kann da eben viel, viel mehr noch reinmachen. Ihr seht, hier habe ich zum Beispiel noch ein iPhone-Ladekabel dran, wenn ich mein iPhone mal laden möchte am PC. Also ist auf jeden Fall auch ganz praktisch von Elgato. So, hier habe ich noch so eine kleine Fan-Ecke von mir. Hier habe ich ein paar Autogrammkarten von mir rumliegen oder zum Beispiel noch meine Handyhüllen habe ich hier. Also, ich weiß nicht, hier in dieser Ecke sammelt sich irgendwie alles, was ich so habe noch oder ab und zu noch für YouTube brauche. Ach ja, Leute, was auf jeden Fall auch noch mega cool ist, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss, ist einfach mein Greenscreen, Leute. Mein Greenscreen ist auch von Elgato und die meisten von euch, die einen Greenscreen kennen, die werden wahrscheinlich einfach an irgendwie so ein grünes Stofftuch denken, das man irgendwo runterhängen lässt und dann ist eben der Hintergrund ausgeblendet. Aber Leute, ihr seht hier, es war kein grünes Stofftuch im Hintergrund, sondern hier meine Schallschutzplatten oder wie man das nennt, keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Oh yeah. Also ihr seht hier kein Greenscreen und dennoch habe ich einen, denn Leute, mein Greenscreen ist auch von Elgato und der befindet sich hier. Das ist mega cool gemacht, Leute. Man kann das hier einfach aufklappen. Und nach oben fahren. Und schon habe ich einen Greenscreen. So, wenn man dann keinen Bock mehr auf Greenscreen hat, macht man das Ganze einfach wieder runter. So, meine Freunde, kommen wir jetzt noch zu meinem neuen PC, denn dieser spielt besonders in nächster Zeit eine sehr, sehr große Rolle bei meinem neuen Setup. Und zwar, ihr habt es schon gesehen, der PC von HP, Unboxing habt ihr davon gesehen. Hier auf jeden Fall nochmal die technischen Daten dazu. Denn Leute, die Sache ist die, das hier wird mein neuer Streaming-PC. Im Prinzip habe ich gerade nur einen PC und mit diesem einen PC, den ich habe, der muss streamen und das Spiel laufen lassen. Und das ist eben eine ziemliche Belastung für den PC. Deswegen habe ich jetzt in Zukunft hier noch einen Streaming-PC, das wird dieser hier sein. Und somit kann ich eben für euch in Zukunft meine Games in 1080p streamen, weil einfach in Zukunft die Computer quasi nur noch eine Aufgabe erledigen müssen. Das heißt, entweder Spiel zeigen oder streamen. Ja Leute, das Teil ist auf jeden Fall mega geil hier, auch richtig von der Optik. Das habe ich letztes Mal gar nicht alles gezeigt, aber schaut euch das hier einfach mal an. Man kann das hier noch aufklappen. Und dann kann man hier irgendwie noch, keine Ahnung, was machen. Ich weiß zwar noch nicht genau, für was das hier gut ist, aber es sieht irgendwie voll geil aus. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch da draußen, ey, Gramix, warum hast du diesen coolen PC noch nicht angeschlossen und kannst somit in besserer Qualität streamen? Leute, die Sache ist einfach die, dafür brauche ich eine Elgato Capture Card, eine Elgato Game Capture Card und das habe ich leider noch nicht. Ich habe sie schon bestellt, aber sie ist leider noch nicht gekommen und deswegen konnte ich das jetzt noch nicht anschließen, denn in Zukunft wird das Ganze so sein, das Signal von meinem Gaming-PC wird quasi mit der Elgato Capture Card verbunden sein, mit meinem Streaming-PC und das wird dann auch noch verbunden mit meinem Monitor und somit habe ich dann eben das Bild von meinem Gaming-PC auf einem Streaming-PC und dann wird es auf YouTube landen. Das heißt, sprich, ich warte zurzeit nur noch auf diese Game Capture
Jacquard und dann kann es losgehen, Leute. Übrigens, viele haben letztes Mal auch in die Kommentare geschrieben, dass sie dieses Carbon-Design hier richtig cool finden. Und Carbon ist ja bekanntlich voll stabil und deswegen würde ich sagen, wir testen das Ganze jetzt mit einer Nerf Gun und werden gucken, wie stabil das Ganze ist, okay? Nerf Gun gegen meinen neuen PC, Leute. Und Feuer frei! Oh Gott! Oh mein Gott. Ja. Yeah. So Leute, ihr habt es gesehen, der PC hat standgehalten, der PC hat quasi die Probe bestanden und wird in Zukunft in meinem Setup funktionieren. Ja Leute, da würde ich sagen, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es ist, dann lasst mir ein Like da, checkt auf jeden Fall mal mein Merch aus, falls ihr noch Hoodies für die kalte Jahreszeit braucht. Ja Leute, ich sag euch ja immer, die Hoodies sehen fresh aus, aber hier könnt ihr es sehen, die Hoodies sehen halt wirklich fresh aus. Nice. Und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein Leute, euer Crimex.